Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute bin Ruth und ich in Marbach jetzt gerade erst gestartet. Da hier vorne, da geht die Seilbahn hoch auf die Marbach-Eck. Und wir gehen jetzt wieder hier auf diese Seite dann hoch Richtung Eggiwil. Unterwegs haben wir noch ein großes Highlight, aber da werde ich jetzt noch nichts darüber verraten. Oh, dort vorne gibt es auch noch ein interessantes Haus hier oben. Ja, dann nochmal einen kurzen Blick auf Marbach. Da hinten die Skisprunganlage. Und unser Wanderweg führt jetzt hier hoch. Und da nochmal einen Blick talabwärts. Und hier nochmal einen Blick auf das Dorf mit der neuen Schaukäserei. Puh. Ja, da geht es jetzt doch gerade steil hoch für den Anfang. Und leider sind die Hirsche nicht hier. Schade. Ich hoffe, dass das bis oben nicht immer so steil ist. Sonst sind wir dann fast auf dem Matterhorn oben. Ja, da sind wir jetzt raufgekommen, diese Treppe. Und es geht noch weiter über Treppen hoch. Ich glaube, ich muss jetzt dann langsam Tennierleichterung machen. Aber sonst ist es schön und zum Glück nicht heiß. Oder nicht so heiß. Wobei mit der Jacke kommt dann natürlich schon noch eine Wärme zustande. Und schaut mal da, diese Pilze. Ja, den ersten Bergkamm haben wir erreicht. Aber da geht es noch weiter eine Treppe hoch. Noch nicht fertig. Da sind wir jetzt aufgestiegen. Hier wäre noch eine schöne Bank. Und da merkt man, dass man noch im Kanton Luzern ist, ein katholischer Kanton. Einen schönen Ameisenhaufen und die sind noch voll aktiv. Und wir gehen jetzt hier hoch. Von da unten sind wir jetzt hochgekommen und es geht noch weiter hoch.
Er ist noch lange nicht fertig. Aber die Ruth hat ja gesagt, wenn ich dann nicht mehr kann, dass sie mich nach oben trägt. Oder Ruth? Ja. Ueli, was sag ich? Sie ist schon am Überlegen, nein, wie sie das machen möchte. Nein, was sag ich wieder? Der Stuhl hat die Uhr drin. Irgendwie ist sie nicht einverstanden. Und das geht jetzt hier wirklich gerade steil wieder hoch. Aber oben kommt dann wieder ein kleiner Boden. Und ich hoffe, dass jetzt dann auch der Nebel verschwindet. Oh ja, dort oben kommt die Sonne. Schön. So, nochmal ein Blick zurück. So schön da oben. Und jetzt geht doch langsam der Nebel weg. Ich glaube, wenn wir dann oben sind, ganz oben, könnte es wieder schönes Wetter haben. Ich hoffe es. Da unten sind noch ein paar Gusteln am Weiden. Und es geht natürlich immer noch bergauf. Ruth hat auch noch ein schönes Motiv erwischt. Immer. Und da haben wir doch schon sehr, sehr schöne Aussicht. Und zum Teil kommt auch schon die Sonne. Und da hoch müssen wir zu diesem Kreuz dort oben. Und da sieht man schon in die Bergwelt. Wow, da geht's wieder hoch. Da muss ich fast ein Seil nach vorne nehmen. Und da unten hat es noch Kühe. Und der Nebel, ah schön, geht langsam weg. Jetzt glaube ich, wir kommen dort oben bei diesem großen Hof vorbei. Und da hinten hat es noch seine schöne Flur. Wir könnten die Abkürzung nehmen. Ich habe sie ja unten auch genommen. Jetzt haben wir schon wieder einen Grat bestiegen. Die Herbstfarben, so schön. Und irgendwo da drüben werden wir sicher durchkommen. Und unser Aufstieg geht jetzt dann da hinten durch diesen Wald hoch. Und da auf dieser Seite haben wir heute auch einen sehr schönen Ausblick. Schrattenfluh. Der Schiebegütsch da hier ganz vorne. Ja, es ist herrlich, diese Bergwelt. Und da vorne ist die erste Bank. Da machen wir jetzt eine Pause. Blick Richtung Entlebuch, da vorne wahrscheinlich Escholzmatt, da unten ist Marbach und da vorne die Schrattenfluh.
schön da oben. Da sehen wir wieder zu der Sichel. Das ist dieser Punkt da hier hinten. Und da ganz hoch müssen wir noch. Es gibt noch ziemlich einen happigen Aufstieg. Und oben werden wir uns dann mal verpflegen. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Ah, so schön. Jetzt geht es da vorne noch ziemlich steil durch diesen Wald hoch. Und da hier ist wirklich alles verklüftet. Aber schön. Und da vorne noch diese mächtige Linde. Das ist wieder eine sehr schöne Partie. Immer noch im Aufstieg. Und da ist auch noch ein Fluh. Und jetzt geht der Weg wieder ein bisschen flach. Und da geht es doch auch ziemlich steil runter. Da wäre man, glaube ich, am schnellsten unten beim Abstieg, wenn man da die Abkürzung nehmen würde. Da haben sie noch Bäume gefällt. Und wir gehen jetzt da diesen Weg weiter nach oben. Der Aufstieg ist heute eindeutig länger und hat steilere Passagen drin als das letzte Mal, wo wir von Changnau da hochgestiegen sind. Aber ich finde ihn interessanter. Oh, da vorne ist eine große Fluh. Aber bei dieser kommen wir jetzt nicht vorbei. Oh, die Schrattenfluh da vorne, dem Schippegütsch. Und da, ganz vorne, sieht man noch die weißen Schneeberge. Und da ganz oben, das wäre die höchste Stelle von unserer heutigen Wanderung. Ja, von unten kommen wir jetzt hoch. Da hier vorne, unterhalb von diesem Hügel, da wäre die große Fluh, die wir von unten gesehen haben. Doch einfach schön. Und da geht es jetzt noch mal ziemlich bergauf. Aber wir sind jetzt schon bald oben. Endlich haben wir den höchsten Punkt erreicht. Da sind wir jetzt hochgekommen. Hier und da unten. Da diesen Weg hoch. Oh, das ist schön. Heute sieht man die Stadt Bern nicht. Und heute geht unsere Wanderung hier durch diesen Weg, dann da dem Hang entlang und hier durch diese Straße runter und dann da alles nach vorne, diesen Graben.
Da sind wir auf 1414 Meter auf dem Wachthubel. So, jetzt nochmal ein Blick hier runter, wo wir ja das letzte Mal hochgekommen sind. Da übrigens noch den Kantonstein. Seht ihr gut die Verzweigung. So kommt Luzern und hier auf dieser Seite ist Bern. Geht von hier so runter. Und da noch ein Blick auf diese Seite runter. Schön. So, wir haben mit dem Abstieg begonnen. Da vorne hat es auch noch zwei. Sind also heute doch nicht die einzigen geblieben. Und wie gesagt, jetzt geht es an diese Seite hier vorne entlang. Und dort gibt es noch was Interessantes zu bestaunen. Aber da möchte ich noch nicht sagen, was. Es wird dann eine Überraschung. Ja, wir haben mit dem Abstieg begonnen und sind da jetzt ein kurzes Stück auf dem gleichen Weg wie auch schon mal. Und da das einfach so prachtvoll, so schön. Wieder Richtung Entlebuch. Und da sind wir jetzt runtergekommen. Und geht hier noch immer weiter runter. Dann da hier runter durch diesen Weg. Und da vorne sieht man auch schon unseren Weg. Da geht es wieder ziemlich steil runter. Und vielleicht kann ich jetzt euch sogar zeigen, wo wir hochgestiegen sind. Aber ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weiter runter. Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Weg ist da hier zum Teil glitschig, also das heißt die Steine. Ja, da geht's doch. Ja, da unten, da sieht man den Weg. Hier durch sind wir heute gekommen, da oben. Und da vorne, bei diesem Haus waren wir auch. Und da draußen haben wir noch eine Pause gemacht. Ja, von da hier ganz oben, da sind wir jetzt runtergekommen. Und da nochmal einen Blick durch dieses Tal, wir jetzt runtergehen. Da sind noch zwei mit dem Bike unterwegs. Ja, ist heute wieder fantastisch. Auch schon nur dieses Wetter. Hier geht jetzt ein bisschen eine frische Brise.
Ja, und die Herbstfarben. Ist einfach schön. Mal schauen, ob ich da vorbeikomme. Oben, ohne dass sie aussteht. Oder wahrscheinlich nicht. Die hat schön Angst. Ich sehe schon an der Anspannung. Du musst doch nicht Angst haben. Hey, gell? Wir machen denn nichts. So. Und du, hä? Und hä? Ja, das ist nichts, hä? Bin ich gespannt. Da vorne. Hey, hallo. Sali du? Hey. Das ist schön entspannt. Da einen Blick in das Entlebuch. Wie da die Ortschaften, die man da vorne sieht, heißen, weiß ich nicht sicher. Da sieht man noch die Windräder, ungefähr hier. Und wir haben da jetzt noch der letzte größere Aufstieg wieder. Aber nicht so weit nach oben geht's da. Und dann werden wir wieder von diesem Weg hier abzweigen. Wir befinden uns hier übrigens auf dem Transwiss Trail. Aber auch nur ein kurzes Stück. Ja, schön. Ruth ist auch am Betrachten von der schönen Umgebung. Macht auch ein paar schöne Fotos. Ja, dieser Ausblick ist doch einfach schön. Und von da hier oben kommen wir jetzt her, war unser heutiger höchster Punkt. Und jetzt geht dann unser Wanderweg da hier weiter. Und das letzte Mal sind wir hier durchgegangen, durch diesen Weg.